Heute Frankfurt Marathon, neben mir der Bundestrainer, Ex-Bundestrainer wohlgemerkt. Im Ruhestand. Bundestrainer im Ruhestand, okay. Und ja, heute Deutsche Meisterschaft. Herr Heinrich, wie haben Sie das Rennen erlebt? Gerade bei den Damen, wenn wir damit mal anfangen wollen. Also es war ein sehr interessantes, spannendes Rennen. Planmäßig war es so, dass Fatih Tola natürlich in einer Gruppe vor Katar gelaufen ist, mit Abständen so um die eine Minute, mal mehr, mal weniger. Und beide hatten auch einen großen Pulk um sich, auch Pacemaker. Und es war heute sehr, sehr kompliziert. Ich hatte mit Katrin zusammen, Katharina, so eingestellt, bis 27 wirklich entspannt, ruhig, zügig laufen, aber immer im Windschatten so einer Gruppe zu laufen. Und ab 27 geht es ja dann wieder Richtung Heimat. Und dort hatte sie dann einen Rückstand von 55 Sekunden auf Fahrte und war dann bei 35 auf waren 30 Sekunden ran und bei 39 hatte sie ein. Und also wenn das so funktioniert, dann kann man durch sagen, okay, war alles richtig und dann ist natürlich happy mit diesem Ergebnis. Das glaube ich. Jetzt war es, glaube ich, knapp unter 2,30, ne? 2,29. Das ist unter den Bedingungen sagenhaft, muss ich so sagen. Alle, die hier gefinisht haben und die wenigsten werden ja Bestleistung gemacht haben, die können durchaus mit 3-4 Minuten Bonus für sich persönlich abziehen und sagen, was kann ich denn wirklich? Das war heute extrem. Ja, ich habe das selbst auf dem Rad erlebt, bin viel mitgefahren. Also es war gerade der Hinweg Wahnsinn, ne? Der Rückweg war dann okay, aber gerade zwischen 40 und 41 war nochmal eine enorme Windkante. Das zieht natürlich dann nochmal vollkommen den Stecker. Aber was sagen Sie zu den weiteren Platzierungen bei den Damen? Fatih Tola 2, Platz 3 geht an Laura Hottenroth, 4 dann Franzi Ring. Wie bewerten Sie das? Also Fatih Tola kann ich jetzt nicht einschätzen, ob es da Probleme gab und so weiter. Normalerweise ist sie eine Läuferin von einer hohen Klasse, die hier vielleicht auch 25, 26 laufen könnte. Weiß ich jetzt nicht, woran das gelegen hat. Die anderen beiden für ihr Debüt, grandios. Mit diesen Leistungen haben sie sich auch für ein EM-Team angeboten. Also wie gesagt, diese Leistung war 35:00, wenn denn ein Team bestellt wird. Aber mit dem Ergebnis der Frauen heute kann man da sehr optimistisch sein. Ja, für ein Debüt auch für Laura Reutenroth mit einer 34,5 da, das ist schon enorm. Absolut, genau. Franzi ist hinten raus ganz schön gestorben. Sie ist sehr offensiv angegangen mit Katharina in der Gruppe. Hat sie, glaube ich, die falsche Gruppe erwischt. Ja, Franzi ist, wie gesagt, bis Halbmarathon fast bei Katar mitgelaufen. Und das war natürlich sehr, sehr mutig. Gut, die Gruppe war gut, aber da muss man auch als Debütant Erfahrung sammeln. Das glaube ich. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Männern. Das war ja auch ein sehr spannendes Rennen. Vorne Arne, auch sensationell gelaufen. Ne? Also bei auch, Sie haben ja schon gesagt, bei den Bedingungen, da eine 2,9,59 war es am Ende. Also grandios, ne? Super Comeback geliefert. Also Arne, wie gesagt, Hut ab, und unter den Bedingungen unter 2,10 zu laufen, das ist schon genial. Und meine, er hat ja selber gesagt, er ist in einer guten Verfassung. Und ich sag mal, Berlin-Bedingungen, dann wackelt sicherlich die 7. Das hoffen wir. Schön waren natürlich auch die jungen Männer dahinter, genau, die mit 16er Zeiten sich auch für so ein Team angeboten haben. Und ja, wir haben ja mit Henrik Pfeiffer schon einen Athleten, der die sogenannte A-Norm hat. So, da bin ich auch optimistisch, dass wir auch in Berlin ein Männerteam an den Start bringen können. Und Katrin, also die Bundestrainerin, ich will da nichts vorwegnehmen, ne? Sie ist ja die, die das Sagen hat. Ja. Und ich glaube, sie wird heute sehr glücklich sein. Das glaube ich. Also gerade die Platzierung hinten, Frank Schauer, Jonas Koller, also alle sehr, sehr gut gelaufen, haben alle Lehrgeld bezahlt im letzten Jahr, vor allen Dingen Jonas. Also das hört sich doch ganz gut an. Und da kann man sehr euphorisch schon in Richtung EM blicken. Die Lauffreunde in ganz Deutschland können sich auf Berlin freuen. Das glauben wir auch und schön, dass Sie das auch so einschätzen und die Leute auch da so im Blick haben. Ja? Okay, recht vielen Dank nochmal. Okay, danke.